Ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute sind wir mal am Volcho, am Level 20 Gewässer. Und wir schauen uns das ganze Gewässer mal ein bisschen genauer an. Und ganz wichtig, wir gehen mit auf die kleinsten, aber auch ergiebigsten Fischis. Also, legen wir los. Wir sind hier, wie gesagt, am Volcho und setzen einfach mal hier mit der Fähre über. Ab Level 20 kann man hier zu dem Gewässer. Übrigens an diesem Gewässer immer schön shoppen gehen. Gerade am Anfang lohnt es sich, wenn man hier noch ein paar Silber sparen kann. Ruten und Rollen und alles, was man so da shoppen kann, ist hier preislich mit am günstigsten. Also gerade am Anfang lohnt es sich einfach hier zu angeln. Und ja, wir rennen einfach mal durch hier. Man landet ja hier an diesem, also von dem ersten Anleger, fährt man dann automatisch hier rüber, landet hier an diesem nächsten Anleger. Und dann geht es hier rüber, über die Brücke, zu einem der wichtigsten Spots für die sogenannten Z-Fische. Und die Z-Fische, wenn die mal laufen, das ist eigentlich immer ein großes Event, ein Highlight so regelrecht. Denn die Z-Fische bringen wahnsinnig viel Zaster. So, rennen wir mal an einem guten alten Spot vorbei. Wenn ihr mal selber ausprobieren wollt, ob die Z-Fische laufen oder nicht, das hier ist eine von den Positionen. Das wird einfach immer wieder geprüft. Laufen sie oder nicht. Wenn hier was läuft, dann zum Beispiel auch hier. Ich kann auch nochmal eben auf der Map zeigen, wo man nochmal probieren kann. Also die Z-Fische sind gerne halt im Bereich dieser oberen Insel hier. 71, 100 von den Koordinaten. Das ist ein ganz traditioneller Spot. Einfach hier volles Met auswerfen. Aber auch vielleicht nur 50% auswerfen. Also diesen Bereich einmal durchtesten. Zu den Ködern, zu der Angelmontage kommen wir gleich. Die sind immer gleich bei den verschiedenen Spots. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Hier kann man es testen. Dann kann man natürlich diesen Bereich hier testen. Oder auch hier diesen Bereich. Also hier einmal rum. Und dann haben wir hier oben nochmal so eine Tiefe. Das heißt, man kann von hier aus probieren. Und man kann von hier aus probieren. Das sind so die 1, 2, 3, ja, sagen wir mal so 4, 5, diese wichtigen Spots um die Insel herum. Immer wieder auf die gleichen Fische, Zerte, Zobel und Zope. Daher eben die Z-Fische. Und zuletzt haben wir es ein bisschen ausprobiert und es war durchwachsen, sagen wir es mal so. Es war durchwachsen. Aber es wurden auch schon Trophys gefangen im Chat. Zuletzt hat mir der Garibaldi berichtet, Alter, geh mal hier auch auf 66, was ist es jetzt hier? 66,19 so ungefähr, ja, ne? 66,19, das sieht auch ganz gut aus. Wenn wir hier auswerfen, volles Met, landen wir zumindest mit einem leichten Setup, wenn wir vielleicht nicht so weit rauskommen hier, aber vielleicht sogar auch bis hier in einer ganz tiefen Stelle. Das probieren wir mal aus. Was habe ich für ein Setup dabei? Ja, es ist sogar alles schon ausgerüstet. Gucken wir uns das Ganze mal an. Für die Z-Fische lohnen sich immer wieder 12er Haken. Absolut gute Größe für die Z-Fische. Und bei den Ködern, da kann man immer mal wieder durchprobieren. Mistwurm kann man durchprobieren. Vielleicht auch mal ruhig einen Regenwurm testen. Tauwurm ist immer ein bisschen tricky. Weil beim Tauwurm können eben auch die dicken, fetten Brocken einsteigen. Das heißt, es kann auch mal eine fette Quappe reingehen oder auch ein Wels. Beim Tauwurm, wie gesagt, immer vorsichtig sein. Vielleicht eher am Anfang mit Mistwurm rumprobieren, Kaster ausprobieren, Made. Die Larven eigentlich eher weniger. Teige sind in der Regel auch nicht so sexy. Ab und zu funktioniert mal die Seealge. Allerdings ist das natürlich auch ein recht teurer oder seltener Köder.
Also, die Würmer, die testen wir durch. Oder was jetzt hier gerade nicht in der Reihe ist, das habe ich nämlich gerade schon ausgewählt, ist die Borkenkäferlarve. Und die Borkenkäferlarve läuft im Moment. Von daher nehmen wir die jetzt mal und ballern die raus. Was ich jetzt in dem Fall hier habe, gehen wir nochmal kurz auf Set ein bisschen detaillierter ein. Das ist jetzt hier eine Winkelpickerrute. Nach meinem Empfinden ein Setup wirklich eher so fürs High-End. Geht am Anfang, wenn ihr im Bereich von Level 20 seid, vielleicht eher auf eine Karpfenroute. Und später dann, wenn ihr keine anderen Sorgen mehr habt, könnt ihr euch auch noch Winkelpicker leisten, um speziell auf kleine Fische zu angeln. Also ich habe jetzt hier die Winkelpicker. Wie gesagt, es funktioniert auch mit einer Fiederroute oder Karpfenroute. Gerade die Inline-Montage ausgewählt. Und hier jetzt eine Fluoro-Schnur als Hauptrolle komplett gewählt. Was man auch einfach machen kann, ist zum Beispiel, wenn man eine kleine Rolle hat, nimmt man einfach eine Braid, eine geflochtene Schnur, 5 Kilo und nimmt dann ein Vorfach von, sagen wir mal hier, 4,4 Kilo. Oder man geht sogar, wenn man wirklich ein bisschen Action haben will, dann kann man aber auch manche Zerten oder manche Brassen, die muss man dann schon hart drillen, wenn die mal reinsteigen, wenn man so im 3,1er Bereich ist oder vielleicht sogar noch weiter runter geht. Das wird halt richtig tricky, ne? Es kann halt immer passieren, dass man eine Brasse einsteigt von 3 Kilo. Und dann ist man natürlich mit so einem kleinen Vorfach, ja, ich sag mal, bestimmt 5 Minuten am Drillen. Deswegen, ich gehe da ein bisschen entspannter dran. Also 5 Kilo Braid, wenn man nicht genug Schnur hat oder eine kleine Rolle. Und ein 4,4er Vorfach, das ist ganz entspannt. Oder man hat schon eine relativ dicke Rolle, eine relativ große Rolle. Da habe ich jetzt hier eine 4 Kilo Fluorocarbon-Komplettschnur. Die ist aber relativ teuer. Ich brauche jetzt kein Vorfach mehr dafür. Und habe jetzt hier bei der Alpha 8000, also eine 8000er Rolle, Spule auf der Rolle drauf. Da geht auch genug Meter drauf. Also mit 300 Meter Schnur von der Fluorocomplettschnur gehe ich jetzt hier dran. Reicht völlig aus. Jetzt stehen wir hier bei 6618. Wir ballern den Knüppel mit einem 40 Gramm Blei. Wir ballern einfach volles Met raus. Klippen, keine Ahnung, 50, 60 Meter. Könnt ihr so weit rauswerfen? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr habt ein richtig dickes Blei oder eine fette Fiederrute. Das könnte dann funktionieren. Wenn ihr nicht so weit rauskommt, also mehr als 60 Meter muss man hier, glaube ich, nicht raus. Also in dem Bereich jetzt hier speziell, weil es hier noch so eine Ausbeulung macht, sagen wir mal so zwischen 40 oder 35 bis 60 Meter kommt man hier ganz gut rein. So, die ganzen anderen Routen sind alle ähnlich zusammengebaut. Und wie gesagt, mit diesem Setup, wie gerade schon gesagt, einfach auch an allen Spots hier ausprobieren. Und jetzt, wo ich es gerade sage, fällt mir noch einen Spot ein. So, 1, 2, 3. Ich ziehe die mal ein bisschen stramm. Ah, hier kann ich sogar ein bisschen ziehen. Ist da schon was dran? Oh, kann ich aber weit ziehen, ey. So. Da war schon was dran. Und ich wundere mich schon, dass ich so weit ziehen kann. Oh, ich muss die Bremse weiter runter machen. Oh, grober Fehler. Da ist sogar schon was dran. Geil. Ich gehe gleich nochmal die ganzen Spots durch. Also die Spots, wo es möglich ist, dass man die besagten Z-Fische fängt. Wenn man sie nicht fängt, fängt man diese räudigen kleinen Brassen. Die will man auf gar keinen Fall. Die sind echt Schmutz, ey. So, hier habe ich die Bremse runtergedreht. Hier auch nochmal. Ich muss aufpassen. Hier auch schnell runterdrehen. So. Aber da ist was dran. Also wenn ihr so wie ich jetzt hier mit einer mächtigen Rolle arbeitet und eine sehr feine Schnur da drauf habt, immer aufpassen. Bremse runter, Bremse runter, Bremse. Und sage ich eigentlich immer und fast in jedem Video, wenn ihr die Bremse unten habt, kann euch nie was kaputt gehen. Hochstellen kann man immer.
Also, gucken wir mal, was dran geht. Bim, bim. Fisch ist noch dran. Das sieht aber auch nach einer Brasse eher aus. Eine Zerte. Ha, da ist er. Erster Zielfisch. Bei den Z-Fischen ist die Zerte die größte. Also die geht bis 2 Kilo oder so, über 2 Kilo sogar. Ich glaube um die 1,5, 1,6 Kilo ist das sogar schon Trophy. Und das heißt hier die Zerte mit knapp 500 Gramm ist schon ganz sexy. Das geht auch schon ganz gut. Auf Borkenkäferlarve. Ganz wichtig bei den Z-Fischen, auch die Frequenz muss stimmen. Also alle 20 Minuten mal ein Z-Fisch, das ist nicht geil. Dafür machen die dann doch zu wenig Silber. Aber eine richtig dicke, zerte Zobel oder Zope, die sind dann halt eben auch 20, 30, 40 Silber wert. Die will man auch nicht zwingend haben. Also wenn ihr einen Spot ausprobiert und es ist nur noch Brassen und Rotaugen, direkt weiter zum nächsten. 5, 6, 7 Mal auswerfen, wenn da einfach kein Z-Fisch dabei ist. Nächsten Spot wählen. Und zu den Spots kommen wir jetzt nochmal eben. Gehen wir mal die ganze Map durch. Es gab mal Spots hier unten tatsächlich, aber ich finde, das ist immer viel zu weit und zu kompliziert, um das auszuprobieren. Wie gesagt, die wichtigsten Spots sind hier unten 71, 100. Dann jetzt dieser hier 66, 119. Dann hier oben in dem Bereich hier reinwerfen. Auch hier ähnlich wie hier zwischen, na, sagen wir mal so, um die 40 Meter weit muss man schon werfen. Dann ist hier vorne noch einer an dem Bootsanleger. Hier liegt ja dieses alte Schiffswrack. Hier kann man sich so, hier kann man sich an diesem zusammengebrochenen Mauerstück hinstellen und dann hier reinwerfen. In diese tiefe Stelle auch, schräg rüber. Man hat da immer so als Aussichtspunkt oder wo man hinwirft, hat man hier diesen, hier ist so ein Turm. Hinten am Horizont sozusagen, also in Richtung des Turms werfen. Und dann natürlich auch hier dieser Bereich, ruhig mal ausprobieren, ein, zwei Stellen oder vielleicht gegenüberliegend. Also das sind so die wichtigsten Stellen. Gehen wir mal durch hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen würde ich sagen, um auf die Z-Fische zu gehen oder es auszuprobieren. Zack, da geht's rein. Wie gesagt, wenn es läuft, sensationell, kann man richtig Kohle machen. Richtig viel Silber mit den Z-Fischen. Weil das Schöne ist, wenn sie halt laufen, dann ist da eine gute Frequenz. Und die großen, maßigen der Art bringen dann eben bis zu 40 Silber oder auch sogar ein bisschen mehr. Und welcher dieser kleinen Fische, dafür, dass die halt so 300, 400, 500 Gramm wiegen auch, oder mal bis zu, sagen wir mal, bis zu 2 Kilo, die Zerten. Wer bringt dann schon so viel Silber, ne? Bei dann auch noch guter, guter Frequenz. Das ist ja noch dann wichtig. Ich glaube, ganz rechts hat es auch irgendwie gebimmelt. Ich glaube, ich habe die Glocke gerade gehört. Die dunkle. Gleich nochmal testen. Rotauge. Übrigens auch an anderen Gewässern gibt es die Z-Fische. Vielleicht nicht immer alle Arten. Aber eben auch mal Zobel oder Zope. Selbst am Langen Graben, beziehungsweise er heißt jetzt am Windenbach. Da gibt es die... Ist es der Zobel? Oder die Zope? Also da kann man das auch mal probieren. Aber da sind sie in der Regel... Oder häufig so gerade eben mal maßig, viele unmaßige davon. Habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Noch nie einen richtig geilen Run gehabt, dass man viele maßige hatte. Am Donetz, glaube ich, gibt es auch noch welche. Einfach mal gucken, wenn ihr die Seen durchforstet, immer mal auf den Z-Fisch achten. Und wie gesagt, das Entspannte ist einfach, wenn sie laufen, dann eben mit der guten Frequenz und es ist entspannt vom Verschleiß her. Brasse ist natürlich auch mal schön.
gerade im Kilobereich. Das heißt, man hat mal fürs große Setup, wenn ihr euch überlegt, ihr seid vielleicht gerade mit den schweren Routen, seid ihr vielleicht gerade noch in der Reparatur oder so. Und dann kann man vielleicht nur mit kleinen Routen oder mit einem 2-Setup angeln. Und da reicht es natürlich, wenn man eine ganz kleine Routen hat oder Anfängerrouten, die muss man ja nicht wegschmeißen. Die Starterrouten, mit denen kann man hier hervorragend angeln. Es reicht ja, wie gesagt, ein Setup, was so im 3-4 Kilo Bereich ist. Güster hätte ich fast vergessen. Güster ist natürlich kein Z-Fisch, aber die Güster hatte ich jetzt die Tage im Livestream auch sehr viel hier oben. Also wenn euch die Güster als Trophy fehlt, rausballern. Schön, auch hier gerade im Moment auf Borkenkäfer. Aber nicht festnageln, auch wenn ihr das Video vielleicht in ein paar Wochen erst seht. Nicht festnageln auf die Köder, das variiert. Also die 6 Spots testen und die Köder testen. Das kommt halt dazu. Borkenkäferlarve, Mistwurm, Made, Zuckmücken, Larve, ja, auch mal. Und Kaster. Also das sind so die wichtigen Köder. Das einmal alles durchprobieren. Und wie gesagt, die Güster im Moment auch noch, wenn ihr das jetzt aktuell seht, am oberen Bereich hier. Da läuft die Güster noch. Und wie gesagt, mit dem 12er-Haken, da kann man es dann auch mal ruhig probieren mit dem Tauwurm. Oh, die ist aber ein bisschen lütt. Die schmeißen wir wieder rein. 12er-Haken ist der erste Haken, wo man den Tauwurm mit verwenden kann. Also der kleinste Haken für Tauwurm. Hier zuppelt es wieder. Ein bisschen abwarten. Aber so ist es schon ganz gut. Das ist eine ganz vernünftige Frequenz. Ich hatte im Stream hatte ich irgendwie festgestellt oder hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es in Richtung Abend besser ist von der Frequenz. Mehr Bissfrequenz. Und wir sind jetzt gerade am Abend und links und rechts und in der Mitte überall bimmelt's. Scheint sich zu bestätigen im Moment, dass es gerade in Richtung Abend besser läuft. War also ein perfektes Timing, so gegen 10 Uhr Ingame-Zeit gerade eingeloggt. Und raus damit bis zu dem Spot marschiert. Ja, Nachmittagszeit dann da gewesen, alles ausgelegt. Und zum Abend kann man dann schon ganz erfolgreich rausziehen. Oh ja, 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 ja. Am besten so kleine Brocken, die in die Bremse gehen. Na, der kann aber noch mehr. So muss es laufen. Zack, nächste Zerte. 500 noch was Gramm. Schönes Ding. Die müssten so um die, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine so um die 10 Silber liegen die so. 500 noch was Gramm. Ja, ich glaube um die 10 Silber waren die. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Eine Muscheltrophy hatte ich jetzt auch im Stream noch dran. Muscheltrophy gezogen. Ach! Und kurze Rückmeldung, das letzte Video war ja das Video für die atlantischen Lachse. Atlantischer Lachs am Ladogasee. Das war ja das Video davor. Atlantischer Lachs lief sehr gut auf dem Deep Runner. Und zwar auf dem gelben. Deep Runner läuft, ich glaube, 5,50 Meter ungefähr tief. Habe ich den gerade? Kann man mal eben gucken. Deep. Da ist er. Genau. Deep Runner läuft. Ach, da oben steht es. 6,50 Meter tief. Tauchtiefe. Genau. Das ist er, der Deep Runner. Das war ganz erfolgreich mit dem. Das war so mit der beste Köder für den Ladogasee auf atlantischen Lachs. Und eine Trophy ist auch rangegangen. Allerdings eine Bachforellen, eine
Seeforellen-Trophy. Eine Seefo ist dran gegangen. Genau. Also irgendwas ganz Kleines hier. Boah, 93 Gramm. Ja, tricky. Ob es eine Futtermische gibt, ich weiß es nicht. Ich traue mich im Moment wenig an Futtermischen dran, weil es einfach die Gefahr immer gibt, dass man sich den Spot zerstört mit den Futtermischen. Es gab mal damals Futtermischen, die wirklich wild kombiniert waren. Da war Kondensmilch mit drin und weiß der Geier was. Aber wie gesagt, im Moment, ich wage mich da einfach nicht dran. Reinwerfen, wenn es lübt, dann lübt es und gut ist. Wenn ihr Bock habt auf Futtermischen, ihr könnt ja mal ausprobieren und reinschmeißen. Aber es kann halt immer passieren, dass man sich den Spot dann damit versaut. Und da zieht wieder einer ab. Ey, doch nicht. Ist es denn? Der schubst bestimmt die Kühe da unter Wasser, aber hat noch nicht gebissen. Jetzt stellen wir mal ab und gleich beißt er. Du Lümmel! Du frisst das Essen! Das ist ein Rotauge. Das ist ein Rotauge. So Arsch ist nur Rotauge. Jetzt friss. Nur friss das Essen. Na? Immer noch nicht dran. Das Ding trollt mich hart. Hier ist was dran. Was ein Trollfisch, oder? Sitzt da unten im Wasser. Ja, Mann. Und zuppelt die ganze Zeit. Hier. Dass man nicht Steine reinwerfen kann oder sowas. Nicht normal, ey. Rotauge. Ja. Auch noch nicht dran. Okay. Anschlag gesetzt. Übrigens durchaus mal ruhig hier mit Steuerung rechte Maustaste den Anschlag setzen. Bevor ihr durchzieht, volles Mett hier mit dem Kurbeln. Das sind dann einfach weniger Ausschlitzer. Eppa. Rotauge! Verdorri nochmal. Dat olle Vieh! Aber den Kanal abonnieren. Alla. Ach so. Dann ist das natürlich was anderes. Ja, so sieht es aus. Ich probiere halt jetzt hier noch ein bisschen. Noch ein bisschen rum. Ja, Bremse auf 10 hier bei mir. Da packt die Bremse wieder, das geht. Also, viel rumprobieren. Gucken, dass ein bisschen was geht. Im Idealfall hier noch eine schöne Zerten-Trophy rausziehen. Und ruhig immer wieder ausprobieren, ob die Z-Fische funktionieren. Zack. Und wenn die Rotaugen funktionieren, auch ruhig irgendwann einpacken und zum nächsten Spot gehen. Weil die bringen... Ja, ich sag mal so bei 500 Silber, 500 Gramm plus, da bringen die halt ein bisschen Kohle. Alles darunter ist halt eher Schmutz. So. Ich angel nochmal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir gleich mal in dem Fischmarkt, was die so an Kohle bringen. So, da sind wir angekommen hier beim Fischmarkt. Gucken wir mal direkt rein. Wir haben jetzt hier circa 15 Minuten lang geangelt. Und in den 15 Minuten waren das jetzt
50 Silber. Also das hochgerechnet, naja, ich sag mal 150 bis 200 Silber sollte man schon locker machen können. Das jetzt ohne besonders große Z-Fische dabei. Der größte war jetzt gerade mal 784 Gramm. Ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber immerhin in diesem Bereich, da liegt er bei ungefähr 10 Silber pro Fisch. Und wenn ihr euch überlegt, das ist halt ein kleiner Fisch und die Frequenz ist gut, dann lübt das. Also den Kescher, hier mal den Kescher voll gemacht, das lohnt sich richtig. Da kommt man auch gerne auch in Bereiche von 300 und 400 Silber. Und wenn man hier mal eine Zeit lang aushält, hat man mit Sicherheit auch nochmal eine Trophy dabei. Güster sehe ich gerade, ist auch nicht so schlecht. So eine kleine olle Güster mit 5 Silber, die sind auch ziemlich schnell gefangen. Und die bringen dann auch ganz gut Kohle. Ja, und wie gerade schon gesagt, Rotaugen, ich sag mal, ja, unter 600 Gramm kann man sie, glaube ich, noch wegschmeißen. Wenn man wirklich den Kescher voll machen will und man will richtig gut Kohle machen, ne, ist halt ein Unterschied, ob man jetzt einen Fisch drin hat mit 10 Silber oder einen mit 2 Silber. Dann kann man die kleinen hier vielleicht noch zu Fischfetzen verarbeiten oder die ganz kleinen hier, das ist dann, die sind 1 Silber, den schmeißt man lieber weg und zieht dann irgendwie nochmal ein paar Zerten mehr raus, wenn es halt ein richtiger Hotspot ist. Also, verkaufen wir das. Ich gehe aber gleich noch ein bisschen weiter angeln. Ich hätte noch gerne ein paar Trophies. Und die Zope und den ganz winzig kleinen Zobel, den will ich auch noch gern. Die Zope brauche ich noch als Trophy. Die fehlt mir auch noch. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, und wie das Rotauge schon gesagt hat, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht euch einen entspannten Tag. Petri, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.